Für einen Finanzminister die schlechteste Nachricht überhaupt. Das Steuergeld wird weniger. Die gute Nachricht, die Olaf Scholz damit verknüpft, sein Ministerium sei darauf vorbereitet. Für Rheinland-Pfalz und seine Kommunen lässt die Steuerschätzung 364 Millionen Euro weniger erwarten in diesem und im nächsten Jahr. Daher fordert die CDU-Opposition, dass alle Ausgaben im Haushalt noch mal genau betrachtet werden. Die Treppe wird immer von oben gekehrt. Das heißt, wenn man alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen muss, dann sollte Infrastruktur und Bildung außen vor bleiben. Die sind gut für die Wirtschaft, die sind gut für die Zukunft von Rheinland-Pfalz. Aber beispielsweise bei der Bürokratie, bei den Ministerien, da muss man genau hingucken, ob jede Ausgabe noch erforderlich ist. Etwas entspannter sieht die Finanzministerin die sinkenden Steuereinnahmen fürs Land, die für sie nicht überraschend seien. Man muss davon ausgehen, dass Zuwächse nicht ständig zunehmen, sondern dass sie sich abflachen. Und jetzt hat sich die Konjunktur abgeflacht. Das hat entsprechende Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Die vorsichtige Planung auch bei diesem Doppelhaushalt und ein gutes Wirtschaften während des Doppelhaushalts werden es uns ermöglichen, damit umzugehen. Außerdem, so ahnen, handele es sich um eine erste Schätzung. Bevor die Einnahmen in diesem Jahr klar sind, kommt noch eine zweite im November.